Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren, mit einem Thema, das bedrückend ist und umso mehr, je länger man sich damit befasst. Es geht heute um Kindesmissbrauch. Unsere Sendung steht im Zusammenhang einer ganzen Woche, in der Dreisat sich mit diesem Thema beschäftigt, das korrekter als sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bezeichnet wird. Einen Aspekt haben Sie ja eben gerade kennengelernt. Kinder und Jugendliche wurden in Heimen missbraucht, und zwar auf doppelte Weise. Man beutete ihre Arbeitskraft aus und missbrauchte sie sexuell. Es führt eine gerade Linie vom Nationalsozialismus in die späte Zeit der Bundesrepublik. Vor unserer Sendung erreichte uns zum Beispiel der Anruf von einem Mann, der selbst sexuell missbraucht wurde und uns schilderte, wie in Heimen, die er kennengelernt hatte, ehemalige KZ-Aufseher zu Aufsehern in Heimen umfunktioniert wurden. Heime galten nach dem Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 70er Jahre als so etwas wie die Schmuddelecke der Gesellschaft. Aber wie kam es zu dieser Annahme? Fest steht, die Strukturen sexueller Gewalt dort sind dieselben wie in bestimmten Eliteeinrichtungen heute. Die Frage, die sich angesichts systematischer sexueller Gewalt in Institutionen wie der Kirche, Schulen oder Sportvereinen stellt, lautet daher: Wie ist derartiger systematischer Missbrauch möglich und seine Vertuschung? Beginnen wir mit einem Beispiel aus dem Bereich Kirche, dem Elitekloster Ettal in Bayern. Es beginnt im Februar 2010. Pater Klaus Mertes deckt am Canisius-Kolleg in Berlin Fälle von sexuellem Missbrauch auf und löst damit den größten Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche Deutschlands aus. Bald darauf melden sich auch Betroffene aus anderen kirchlichen Einrichtungen. Aufsehen erregen vor allem Missbrauchsfälle in dem Benediktinerkloster Ettal, einer Elite-Institution in Bayern. Zwischen 1960 und 1990 wurden im Internat der Abtei mehr als 100 Schüler von 20 Benediktinermönchen sadistisch geschlagen, seelisch misshandelt und sexuell missbraucht. Der Klosteralltag war für viele Schüler von Angst und Schrecken geprägt und von Schlägen. Schläge wegen schlechter Noten, Schläge, wenn der Teller nicht leer gegessen, Schläge, wenn abends im Schlafsaal geredet wurde, nachdem das Licht aus war. Beim Aufwecken wurden manche von Padres unzüchtig berührt oder zum Sex genötigt. Wie konnte sich über drei Jahrzehnte ein solches System von körperlicher und sexueller Gewalt in der katholischen Vorzeigeinstitution etablieren? Und warum konnte das brutale Verhalten der Täter so lange verborgen bleiben? Kloster Ettal, eine Eliteschmiede mit einer 700 Jahre alten Tradition und mit fabelhaftem Ruf. Bis 2010. Eine totale Institution, aus der nichts nach draußen dringt. Schon beim Eintritt wird nicht nur den Schülern, sondern auch den Eltern verständlich gemacht, dass sie sich der klösterlichen Hausordnung unterwerfen müssen. Einer Männerwelt, geprägt von Disziplin und vor allem Gehorsam. Die Kinder selbst fühlen sich auserwählt, zur Elite zu gehören. Sie nehmen die herrschenden Zustände hin. Die Geistlichen wiederum genießen eine Sonderstellung. Sie nehmen in Anspruch, von Gott auserwählt zu sein. Ihre spirituelle Macht ist unantastbar und sie missbrauchen sie systematisch. Misshandlung und Missbrauch sind mit dem makellosen Selbstbild der Institution und des Priesters nicht zu vereinbaren. Dies begünstigt das Schweigen und die Vertuschung innerhalb der Klostermauern. Mönche, die zu Tätern werden, können immer darauf bauen, dass die Verantwortlichen der katholischen Kirche ihre schützende Hand über sie halten. Und die Eltern? Sie glaubten ihre Kinder in klösterlicher Obhut sicher und ließen sich von dem Nimbus der Kirchenmacht blenden. Den Anschuldigungen ihrer Kinder glaubten sie nicht. Oder waren die Kinder ihnen egal? Manche Eltern bläuten ihren Kindern ein, den Mönchen strikt zu gehorchen. Und das taten die Opfer. Ihre Scham- und Schuldgefühle haben sie verdrängt. So tief, dass sie meist über Jahrzehnte geschwiegen haben. Jahrzehntelang wurde in Kloster Ettal und anderen kirchlichen Einrichtungen vergewaltigt, verharmlost und weggeschaut. Ein Jahr nach Enthüllung der ersten Missbrauchsfälle steckt die Kirche in einer tiefen Krise. Vertrauen ging verloren, mehr Menschen denn je sind ausgetreten. Der Ruf nach Veränderungen wird laut. Die Kirchenoberen reagieren nur zögerlich. Der Weg zur vollständigen Aufarbeitung ist noch weit. Der Missbrauch ist gravierend, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich ehrlich bin, macht mich die Energie, mit der sich die Öffentlichkeit auf die Kirchenmissbrauchsfälle stürzte,
eher ein wenig misstrauisch. Warum? Weil Fachleute seit Jahren auf das Thema hinweisen und darauf, dass Missbrauch eben kein reines Kirchenthema ist, sondern in den meisten Fällen im familiären Umfeld geschieht. Insofern könnte die Kirchendiskussion vielleicht eine Alibi-Funktion haben. Indem man laut über die Kirche redet, verdrängt man die anderen säkularen und nicht minder problematischen Bereiche. Missbrauch in der Familie, aber auch in Sportvereinen oder eben in Schulen. Was verbindet das Geschehen in Kloster Ettal mit einer absoluten pädagogischen Vorzeige-UNESCO-Modellschule wie der Odenwaldschule? Sie galt vielen als reformpädagogisches Paradies, ein Ort, an dem Eliten gebildet werden. OSO, die Odenwaldschule im hessischen Oberhambach. Und für viele war sie auch die Hölle. Im Frühling 2010 kam heraus, dass inmitten der ländlichen Idylle in den 70er und 80er Jahren Schüler sexuell und seelisch missbraucht wurden. Bisher sind über 130 Opfer bekannt. Eins von ihnen ist Sebastian Kopp. Mit 11 Jahren wurde er von einem Mann missbraucht, dem er vertraute. Gerold Becker, dem einstigen Leiter der Odenwaldschule. Ich bin hingekommen, auch abends, habe an seine Tür geklopft, er hat mich reingebeten und ich kam meistens, um nach Hause zu telefonieren. Und um zu telefonieren, musste man sich bei ihm aufs Bett legen, weil sein Telefon auf dem Nachtschrank stand. Und ich weiß noch, ich hab danach auch sehr geweint, auch während dem Telefonat, weil ich mein Elternhaus sehr vermisst habe. Aber ich konnte nicht nach Hause. Und Gerold hat mich auch während des Telefonats immer getröstet. Aber man hat dann sein Genital wieder in seinem Mund wiedergefunden. Der renommierte und charismatische Pädagoge Gerold Becker und der Musiklehrer Wolfgang Held waren die Haupttäter unter 8 Lehrern, die sich an Schülern vergriffen. Bereits 1999 hat eine Zeitung davon berichtet. Andere vertuschten den Sachverhalt, der die breite Öffentlichkeit erst 2010 interessiert. Dass Schüler von den Pädagogen zum Sex gezwungen und als sexuelle Dienstleister eingeteilt wurden. Manche Lehrer hat sogar Gästen Schüler zum sexuellen Missbrauch überlassen. Für Außenstehende unvorstellbare Zustände. Trotzdem, also bin ich, glaube ich, noch so realistisch, dass ich sagen kann, dass ja, es viele Entgleisungen gab und es wirklich zum Teil ein ganz verheerender Ort war. Der schlimmste Ort war das Schlafzimmer von Gerold Becker. Die Gründer der OSO selbst waren pädosexuell. Und ähnlich wie im Kloster Ettal sorgten sie für eine geschlossene Gesellschaft. Allerdings ging es hier viel freier und freizügiger zu als an kirchlichen oder staatlichen Schulen. Jeder Lehrer durfte seine eigenen pädagogischen Vorstellungen umsetzen, ohne jegliche Kontrolle. Die Schüler lebten mit jeweils einem Lehrer in kleinen Familien zusammen, waren mit ihm buchstäblich auf Du und Du. Ein System schleichender Grenzüberschreitung baute sich auf. Von manchen das System Becker genannt. Schüler wurden durch Freiheiten aller Art korrumpiert und mit Geschenken bestochen. Schon kleine Kinder bekamen unkontrollierten Zugang zu Alkohol und Drogen. Damit betäubten sie ihre seelischen Schmerzen und wurden gefügige Opfer. Und die Täter? Der letztes Jahr verstorbene Gerold Becker galt als die Lichtgestalt der Landerziehungsheime und genoss in der pädagogischen und intellektuellen Szene Deutschlands höchste Anerkennung. Von seinem Charisma geblendet, wagte kaum einer, ihn zu kritisieren. Kritische Geister galten in der OSO als Nestbeschmutzer und Spießer, gar als Faschisten. Alle, auch die Eltern, scheuten die offene Konfrontation, denn sie dachten, sie nähmen an einer pädagogischen Weltrevolution teil. Dabei waren die freizügigen Ideale der Reformpädagogik und die Abgeschiedenheit von Odenwald den Tätern ein idealer Deckmantel, ihre pädokriminellen Neigungen auszuleben. Dann stelle ich Ihnen die Gäste der heutigen Sendung vor.
Christine Bergmann, schönen guten Abend. Guten Abend. Promovierte Pharmazeutin, Sie war im Kabinett Schröder Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In diesem Jahr stellte sie nach einjähriger Arbeit als unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs einen 300-seitigen Abschlussbericht vor. Dann begrüße ich Katrin Radke, schönen guten Abend. Ja. Vorsitzende des Vereins Augen auf e.V., einer Anlaufstelle für Betroffene von sexuellem Missbrauch, sowie des Vereins, der sich aus der Arbeitsgemeinschaft der Betroffenen am runden Tisch der Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch gebildet hat. Und außerdem sind Sie selber betroffen von sexuellem Missbrauch. Und ich begrüße Michael Osterheider. Guten Abend. Psychiater und Experte auf dem Gebiet der Pädosexualität. Er ist Professor für forensische Psychiatrie an der Universität Regensburg. Frau Bergmann, Sie haben jetzt ein Jahr lang Material gesammelt. Ich weiß nicht, wie gut Sie vorher sozusagen eingearbeitet waren in das Thema. Haben mit den Experten getagt. Was haben Sie erlebt? Was hat sich für Sie verändert? Also ich habe vorher politisch auf dem Gebiet ja schon gearbeitet und dachte eigentlich immer, ich weiß schon eine ganze Menge über dieses Thema, über häusliche Gewalt, Gewalt in der Erziehung, sexuelle Gewalt. Aber das, was ich in dem Jahr zu lesen bekommen habe und zu hören bekommen habe, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Es hat sich schon, ich habe gesehen, welches Ausmaß das hat, wie früh dieser Missbrauch beginnt, wie die Abhängigkeitsverhältnisse ausgenutzt werden, um eben zu seinen sexuellen Bedürfnissen zu kommen und was das für Folgeschäden hat, bis weit in das, ja, in das ganze Leben eigentlich. Die 89 war die Älteste, die sich bei uns gemeldet hat und das erste Mal drüber gesprochen hat. Es war ja so erschütternd zu erleben, dass Menschen erst nach Jahrzehnten in der Lage sind, drüber zu reden, weil es ein anderes Klima gibt, weil das Thema in der Öffentlichkeit ist und was das für eine Befreiung ist, reden zu können. Haben Sie eine Antwort darauf, Frau Radke, warum die Betroffenen erst im Grunde genommen jetzt, kann man ja sagen, richtig drüber reden? Ich glaube, es hat Mut gemacht auch, ne? Also ich war ja auch sehr dankbar, als ich das erste Mal gehört habe davon, dass Ital sich meldet und was da los war. Da dachte ich so, jetzt geht's los. Jetzt können wir uns alle melden. Wussten Sie vorher davon? Na, nicht so. Also ich wusste schon, dass in Heimen viel Missbrauch geschieht und so. Und auch gerade in der DDR, ich bin ja ein DDR-Kind. Und da wusste ich schon, dass da einiges im Argen lag. Aber was dann auch mit Odenwaldschule, da habe ich dann auch nicht dran gedacht. Also ich saß dann auch so. Kommen wir mal auf die strukturellen Aspekte, die wir heute so ein bisschen in den Vordergrund stellen wollen. Was gehört denn zu diesem System Missbrauch dazu? Also wenn es in Institutionen geschieht, wie Frau Bergmann es gerade geschildert hat, gehört natürlich ein gewisser Chorgeist dazu, eine Abgeschiedenheit. Es gehören Abhängigkeitsverhältnisse dazu und es gehören natürlich Strukturen dazu, die was natürlich auch mit einem Machtgefälle zu tun haben, wie es im Kloster Ettal zum Beispiel eben ganz eindrucksvoll geschildert wurde. Und dass dort natürlich auch Kinder in Ausnahmesituationen sind, weil sie eben vom Elternhaus weg sind und dort sozusagen fern vom Elternhaus anderen Personen anvertraut werden, die sie als Autoritätspersonen annehmen und denen, zu denen sie eigentlich grenzenloses Vertrauen haben. Das ist die Grundstruktur sozusagen, auf der sich dann so etwas entwickeln kann, nicht muss, aber entwickeln kann. Spielt da in diesen beiden Fällen, also jetzt Odenwaldschule, Ettal, eine Rolle, dass man gesagt hat, ihr seid Elite. Die anderen draußen, die leben möglicherweise völlig falsch und sind blöd. Ihr seid Elite. Ja, klar, was Elite, wir machen, das ist... Ja, die Elite ist was Besonderes und insofern hinterfragt man das wahrscheinlich auch nicht mehr. Wenn man zu einer Elite gehört, sieht man sich selbst nicht kritisch genug und hinterfragt das System als solches natürlich auch nicht mehr. Das ist ein Teil sozusagen dieser Dynamik unter Umständen. Ja, dort spielt das sicher eine Rolle, aber wir wissen ja noch lange nicht alles. Ja, lange nicht alles aufgearbeitet. Wir kennen eigentlich diese Elite-Einrichtung jetzt, weil es dort natürlich besonders prominent ist. Das hat ja auch dazu geführt, dass es eben wirklich so ein öffentliches Thema geworden ist. Aber wenn man eben an die Heime denkt zum Beispiel, wo auch viel sexueller Missbrauch dabei war, das war nur keine Elite-Einrichtung und dort wurde schlicht und einfach die Abhängigkeit, die Macht ausgenutzt, gemischt zum Teil ja auch mit Zuwendung. Das sind ja ganz üble Mischungen, wie man versucht hat, an die Kinder heranzukommen. Auch oder bis hin zur schlimmsten Vergewaltigung, muss man auch sagen, auch Odenwaldschule zum Beispiel.
In der ehemaligen DDR ist das Thema auch noch nicht aufgearbeitet. Nein, überhaupt noch nicht. Es ist eigentlich erst jetzt seit vielleicht 2-3 Jahren mehr in der Öffentlichkeit, gibt es mehr Berichte darüber, weil diejenigen sich auch jetzt erst melden, auch im Zusammenhang. Ich habe viel auf dem Tisch gehabt, auch aus DDR-Heim. Zum einen gab es einen runden Tisch Heimkinder für die Westheime. Und da war natürlich so das Gefühl, wir haben das Gleiche erlebt, aber wer kümmert sich eigentlich um unser Schicksal? Und dann war klar, das ist vergleichbar, was sich da abgespielt hat. Die Mischung von Misshandlung, Gewalt und sexueller Gewalt. Und da ist viel überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Das muss noch passieren. Warum hat es so lange gedauert, bis man auf die Kinder gehört hat? Also die damaligen Kinder, also jemand wie Sie ist ja erwachsen heute. Aber warum war das so schwer, Menschen dazu zu kriegen, einem zu glauben und dann auch was zu machen? Ich glaube schon, weil es sehr unangenehm ist. So, das ist ein Thema, damit wollen die auch nichts zu tun haben, weil man bringt sich ja selber als Erwachsener noch in eine unmögliche Situation. Mhm. Also ich kann mich auch an bei uns zu Hause erinnern, ich hatte eine Schulfreundin, da war das eben offiziell, also es wusste jeder, es hat nur keiner was gesagt. Und ich habe dann immer gesagt, Mami, wir müssen da was machen. Mhm. So. Und da sie eine ganz taffe Frau ist, dachte ich immer, du kannst es doch. Und dann hat sie aber gesagt, nee, was in anderen Familien vor sich geht, das geht uns nichts an. Aber das ist so erstaunlich, dass das viele wissen. Also, dass sowas ja manchmal in einem Dorf oder ja auch in einem Stadtviertel oder so bekannt ist, aber keiner spricht es aus. Ja, die Dynamik ist natürlich auch die, dass die Betroffenen, wenn sie sich äußern, in der Regel ein zweites Mal traumatisiert werden, weil ihnen nicht geglaubt wird. Ja. Und dann fehlt natürlich auch die Rückendeckung, mit sowas sich zu öffnen. Und ich glaube, die Bewegung, die jetzt gekommen ist, hat wahrscheinlich bei Ihnen und bei vielen anderen auch bewirkt, dass eine Kultur sich vielleicht entwickelt hat, mit der man sich trauen kann, umzugehen, über solche Sachen zu reden. Ne? Zumindest bei den familiären Betroffenen. Also weil die Institutionellen, die haben ja immer noch andere im Rücken, der gestärkt wird irgendwie dadurch. Aber die familiären Opfer sind ja irgendwie ziemlich alleine und so auf sich gestellt. Und das ist ja die Mehrheit. Also. Ja. Aber wobei die Mechanismen, also aus meiner Erkenntnis, weiß nicht, was Sie erleben, eigentlich ziemlich ähnlich sind. Richtig. Also es ist unangenehm, man fühlt sich hilflos. Die Imagefrage und ne, das Ansehen der Familie, des Dorfes und das geht bis in die Jetztzeit rein. Also da sind wir noch lange nicht drüber weg. Wir haben gerade wieder einen Fall in Berlin, habe ich gerade gestern oder heute gelesen, wo ein aufgedeckter Fall dazu führt, dass die Eltern, die angezeigt haben, eben ziemlich boykottiert werden in der Gemeinde. Also wir sind da noch lange nicht drüber weg. Und dieses Kindern glauben, das heißt natürlich auch, dass man Kinder als eigenständige Persönlichkeiten achtet. Und wir haben doch sehr lange diese fürchterliche schwarze Pädagogik gehabt, in Ost und in West, also sehr autoritär. Hat das mit dem Nationalsozialismus, ich habe das ja eben nur so angedeutet, aber hat das mit dem Nationalsozialismus zu tun oder hat das andere Ursachen? Ja, zumindest hat es danach also keine wirkliche Öffnung gegeben. Und wenn ich denke, Kinderrechte, das Recht auf gewaltfreie Erziehung hat Rot-Grün 2000 ins bürgerliche sehr spät. Geschrieben war zu meiner Zeit und ich kann mich an die Diskussion erinnern, die wir gekriegt haben. Also wirklich Kinder als zu achten, zu respektieren, zu sagen, die haben das Recht darauf, ohne Gewalt aufzuwachsen, gesund aufzuwachsen. Das spielt sicher auch eine Rolle mit. Ja? Und wenn wir über das System reden, ist das ja sozusagen die Dunstglocke, in der dieses System wachsen kann. Ja. Okay, sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen eigentlich. Die meisten Fälle von Missbrauch finden ja weder in Kirchen, Sportvereinen oder Schulen statt, sondern in Familien. Wir haben über diese Form des Missbrauchs ja mehrfach schon in dieser Sendung berichtet. Und wenn ich an dieser Stelle ausnahmsweise auch mal was über Skobel selbst sagen darf, wir haben sehr früh und vielleicht deshalb zunächst gegen Widerstand berichtet. Aber die Aufdeckung der Missbrauchsfälle in den Kirchen und Schulen 2010 haben dazu beigetragen, wir haben es ja gerade angesprochen, dass das Thema nun endlich aus der Nischen- und Schmuddelecke heraus und in der Gesamtgesellschaft angekommen ist. Es hat sich gezeigt, dass pädosexuelle Gewalt nicht nur von Einzeltätern ausgeht, sondern zum Teil bestens und kriminell organisiert ist. Und die Täterkreise reichen eben bis tief in die sogenannte bürgerliche Mitte hinein, die als heil, gut, moralisch gilt. Stichwort Missbrauch in der Familie. Die folgenden Zitate aus dem Film, den Sie jetzt sehen, sind alle einem Standardwerk zum Thema entnommen, mit dem Titel »Zart war ich, bitter war's, Handbuch gegen sexuellen Missbrauch«, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Thank you.
Erstens, seit meinem dritten Lebensjahr diente ich meiner Mutter als Objekt ihrer sexuellen Bedürfnisse. Diese Befriedigung erfuhr im Laufe meiner Kindheit eine Art Institutionalisierung durch das sogenannte Schmuseviertelstündchen. In meinem Innern trat eine Erlahmung aller Regungen ein. Da ich äußerlich nicht fliehen konnte, floh ich innerlich. Ich erfror zu einem immer dichter werdenden, sich isolierenden Wesen, das das, was ihm geschah, nicht begreifen konnte und deshalb alles tat, um die seltsamen Bewegungen des Inneren so gering wie möglich zu halten. Ich habe gar nicht verstanden, warum Papa meinen Po immer nach Würmern untersucht hat. Das war ganz eklig. Ich habe geweint. Er hat gesagt, dass er alle Würmer finden muss, sonst würde ich ganz krank. Und dann konnte ich es nicht mehr aushalten und erzählte es Tante Anita. Alles natürlich nicht. Zunächst erst einmal nur, dass er nachts immer kam und mich streichelte. 2 Tage später wollte Mutter mit mir darüber reden. Auch Vater hatte Lunte gerochen, denn er hielt sich immer in unserer Nähe auf. Ich hatte Angst und traute mich nicht, meiner Mutter gegenüber offen zu sein und behauptete, es sei alles nicht so schlimm gewesen. Von da an galt ich als Lügnerin, die ihren Vater verleumdete. Nach Vaters Tod musste ich Mutter trösten. Immer dann, wenn ich sie in den Arm nahm, ihr einen intensiven, langen Kuss gab oder ihr die Scheide streichelte, dann war sie glücklich. Wenn Mutter außer Haus war, spielte sich häufig die gleiche Handlung ab. Vater ermahnte mich, Mutter zu helfen und die Betten zu machen. Einige Minuten später kam er nach. Ich wusste schon, was passierte. Er schüttelte zunächst die Kissen auf, dann anschließend räumte er das Elternschlafzimmer auf. Jahrelang blendete ich aus, was regelmäßig während des Bettenmachens geschah. Es war so, als hätte es den Missbrauch nie gegeben. Als würde ich mir alles nur einbilden. Frau Hartke, wie schwer ist das für ein Kind oder auch für eine Heranwachsende in dem Fall zu begreifen, dass eine Vertrauensfigur, also egal ob das jetzt eine Vaterfigur, eine Mutterfigur, in Ihrem Fall war es der Stiefgroßvater, ist, dass diese Vertrauensfigur was Böses tut? Wie jetzt, als Erwachsene oder als Kind? Also, ich denke, das unterscheidet sich wahrscheinlich. Also da, ich denke, da wird man ja auch haben Sie auch eine Entwicklung durchgemacht. Aber wie schwer war das damals und wie sehen Sie das heute? Na, damals als Kind, also da gab es schon Situationen, wo ich, weil ich wusste ja, ich darf nichts sagen. Und ich wusste auch, dass er das eigentlich nicht machen darf. Aber der hat dann manchmal so Sachen gemacht, so offiziell, wo ich gedacht habe, so, warum macht denn der das jetzt? Hat ja keine Angst, dass das auffällt. Mhm. So. Und dann war ich in Situationen, wo ich genau wusste, alles klar, Katrin, du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du machst jetzt einen Witz draus oder du rennst zu deiner Mama in den Arm und tust ganz ängstlich, in der Hoffnung, dass sich jemand fragt, warum machten die das jetzt so, warum reagierten die so? Und ich habe mich aber dafür entschieden, den Witz draus zu machen. Mhm. Ich frage mich bis heute, warum, aber da war wahrscheinlich... War die beste Strategie wahrscheinlich, genau, haben Sie so gedacht, dieses, ne? Ja. So. Aber Ihnen war schon klar, dass er das eigentlich nicht darf? Ja, ja. Mhm. Was wahrscheinlich, denke ich mal, von Familien, also wo das eine lange Tradition hat, nicht unbedingt der Fall ist. Nicht zwangsläufig zumindest. Das Wesen ist ja, dass die Familie in dem Fall als geschlossenes System erlebt wird, wo der Handelnde, der Täter, mit einer hohen Sicherheit davon ausgehen kann, dass das nicht berichtet wird. Mhm. Wenn er es halbwegs geschickt anstellt. Das ist dann erfahrungsgemäß noch nicht mal nötig, das mit Drohungen zu machen, sondern einfach die persönliche Nähe herzustellen. Mhm. Und schuldig fühlt sich dann das Opfer und das Kind. Schon nach dem ersten Mal.
Also da ist dann so diese so, oh Gott, ich habe dabei mitgemacht, wenn das jemand erfährt. Dann, was denken die denn dann von mir so, ne? Und da kommen dann auch so Geschenke und man hat ja schon, man profitiert ja auch davon und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn das rauskommt und wenn das die Mama erfährt oder so, ne? Also ist ein Trick auch sozusagen eine Einheit zu bilden und die gegen den Rest, also ob das jetzt der Restfamilie ist oder Restumwelt, wie auch immer, abzuschotten. Ja, ja. Die Verantwortung das waren so, die Kinder. Das ist so unser Geheimnis, ne? Du hütest dieses Geheimnis und dafür hüte ich dann das Geheimnis, dass du ein Geschenk mehr bekommst als deine Schwester oder so, ne? Und als Kind ist das natürlich viel und groß. Also. Wobei der Missbrauch ja oft sehr früh schon beginnt, wo Kinder zwar wissen, dass sie das nicht wollen, das möchten sie nicht, aber es gar nicht benennen können. Mhm. Ja, also im Kleinkindalter, das ist alles eigentlich immer gar nicht vorstellbar für normalen Menschen. Das heißt, ihnen fehlen eigentlich schon die Worte überhaupt dafür. Und erst in dem Moment, wo sie darauf aufmerksam gemacht werden, mir hat eine Mutter erzählt, dass in der Klasse ihres Sohnes, zweite Klasse, die Lehrerin mit Kindern über Missbrauch gesprochen hat, kindgemäß. Und hinterher kam dann das Kind und sagte, so ein Kind und sagte, das macht mein Großvater immer mit mir. Also dann war erst mal dem Kind klar, ja, du musst das eigentlich gar nicht. Ne? Das ist etwas... Stimmt, das kommt auf das Alter der Kinder natürlich an. Wir haben, also es ist jetzt nur ein Seitenzweig, aber wir haben ja vor der Sendung uns kurz unterhalten und das Gedächtnis setzt ja, naja, so mit zweieinhalb Jahren ein. Und Sie haben es eben angesprochen, gibt ja Menge Fälle von Missbrauch vor dieser Zeit. Die Kinder oder Menschen haben ja keine Chance, sich daran zu erinnern. Was bleibt denn davon übrig? Ja, es bleibt übrig, dass etwas im Dunkeln verborgen ist, also das, was nicht fassbar ist in der Zeit bei frühen Traumatisierungen. Je früher die Traumatisierungen sind, desto ausgeprägter sind da die psychischen Folgen nachher. Und was übrig bleibt, sind auch Störungen der weiteren Entwicklung, was Empathieempfinden betrifft, was Bindungsverhalten betrifft. Es gibt neurobiologische Untersuchungen dazu, die ganz gute Hinweise darauf geben, dass die Neurobiologie darauf reagiert, dass Stresssignale und Warnsignale nicht mehr beachtet werden können, aber das Kind in dem Fall keine Worte dafür finden kann, weil es keine Erinnerung dafür hat. Und deswegen ist es auch schwer zu erkennen. Das sind jetzt keine Symptome, die für jeden offensichtlich eindeutig wären, sondern das können unterschiedliche Auffälligkeiten sein, Verhaltensauffälligkeit, Rückzug, das Kind klammert, kann keine Gefühle annehmen. Das ist aber so, so wenig spezifisch, dass daraus nicht zwangsläufig ein Rückschluss auf Missbrauch gezogen werden kann. Was hat Ihnen denn rausgeholfen? Oder was war für Sie die entscheidende Hilfe? Aus dem Missbrauch rauszukommen? Ja, auch aus Ihrem Angstgefühl und der Beklemmung. Na, das war, als ich meinen Sohn bekommen habe, meinen ersten, meinen großen. Weil da musste ich mich ja, weil ich von dem Vater getrennt war, musste ich mich ja zwangsläufig auch von meinem Kind trennen, alle zwei Wochen und in den Ferien noch dazu. Und es war für mich ganz schlimm. Und die wollten halt eine Woche wegfahren. Nee, die wollten ihn eine ganze Woche haben irgendwie in den Ferien. So. Und da habe ich halt gemerkt, ich will nicht, dass der da wegfährt, weil die Umgebung nicht so abscannen würden wie ich. So. Mhm. Weil ich bin immer am Gucken und am Lucken. So. Und man kriegt ja einen bestimmten Blick dafür und so. Und ja, das war da so der ausschlaggebende Punkt. Und weil ich halt nur geheult habe zu Hause, habe ich gedacht, so geht das nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das muss jetzt hier. Und weil ich ja auch meine Sexualität nicht genießen konnte. Nicht so, wie ich es gerne wollte. Also ich war immer zu dritt im Schlafzimmer mit meinem Partner. Nicht immer, aber zum großen Teil. Und das wollte ich alles nicht mehr. Und auch, dass die Flashbacks eben kamen, wann sie wollten. Also war Ihre Sorge, dass Ihrem Sohn das Gleiche passieren könnte, was Ihnen passiert ist? Ja, und ich es nicht merke. So, ne? Weil meine Mama ist ja auch schwer traumatisiert aus ihrer Kindheit und sie hat es auch nicht gemerkt. Und da war natürlich meine Befürchtung, weil meine Energie lenke ich ja in die Richtung, dass ich arbeite mit Betroffenen und mache das auch gerne. Und dass ich das vor lauter Arbeitswut nicht mitkriege. Wenn, und ich weiß ja, dass, wie ich mich verstellt habe, auch als Kind und... Klar kann er das auch, das kann jeder. Aber darf ich jetzt mal sagen, dass Ihre Mutter das ganz toll findet, dass sie sich jetzt um dieses Thema zu kümmern ja, und um Betroffene kümmern, darf ich sagen, ne? Ja, aber sie macht zum Beispiel, oh Gott, die sagt manchmal, oh, dieses Kind macht mich wahnsinnig. Also das ist schon gut, das ist Eltern. Ich weiß, dass das eine sehr persönliche Frage ist. Sie müssen da auch nicht drauf antworten, aber ich denke mal, das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele im Hinterkopf haben. Sie haben es eben angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt Sexualität genießen können, dass das jetzt aus Ihrem Kopf raus ist? Ja. Das heißt, in dem Fall kann Therapie tatsächlich oder Durcharbeiten, die Leute, mit denen Sie zu tun haben, Sie nicht. Nee. Also das eigene Durcharbeiten hat Ihnen da wirklich geholfen? Sehr.
Also ich merke ja auch manchmal, wie es, also ich arbeite ja mit bestimmten Hilfsmitteln, ja, also Gedankenumkehrung oder wie auch immer man das nennen möchte, so. Und wenn ich halt merke, wenn ich mit meinem... Wir sind ja mutig. Ja, so, wenn wir halt eben dabei sind und ich merke, alles klar, da ist jetzt, er ist jetzt wieder präsent, mein Opa, so, dann affirmiere ich das weg. Also dann, so, ne, ich genieße meine Sexualität und Sex ist in Ordnung, es ist toll, das zu haben. Und ich finde das erstaunlich, dass Sie das selber geschafft haben. Ja, hat aber lange gedauert. Ja, war emotional auch sehr, aber es lohnt sich auch so diesen Weg. Das ist ja das, was ich sehr schade finde, dass viele wissen ja, also wenn man beschließt, okay, setze mich jetzt mit meinem Missbrauch auseinander, dann weiß jeder Betroffene, dass die Emotionen wieder da sind. Mhm. Und das ist ja das, wovor die alle so Angst haben. Klar. Und deswegen machen die natürlich die Schubladen zu und weigern sich, die auch aufzumachen. Ja. Mhm. Aber zur Beruhigung, ich lebe auch noch. Und es ist wirklich, wirklich machbar. Also, das Wortliche. So. Ich würde gerne eine Sache auch noch ansprechen, die in unserem Film vorkam. Und das hat vielleicht auch den einen oder die andere gewundert. Es kamen zwei Frauenstimmen vor. Mhm. Ich weiß, dass das in der Literatur unterschiedlich beurteilt wird. Was ist denn Ihre Meinung, Missbrauch durch Mütter? Das ist ja immer noch ein Tabu innerhalb des Tabuthemas. Das ist ein Tabuthema, an das man sich langsam herantraut. Es ist ja mehr sozusagen die gängige These, dass man sagt, im Bereich Pädophilie zum Beispiel haben wir es zu über 90% mit Männern zu tun. Mir ist auch aus der eigenen klinischen Praxis auch im Austausch mit Kollegen kein Fall bekannt, wo es sich um eine klassische Pädophilie bei einer Frau handeln würde. Aber wir haben in anderen Kontexten, auch mit Einrichtungen zum Beispiel und Internaten und Unterbringungen, auch sehr viele, auch Sie jetzt in Ihrer Erfahrung, da Schilderungen von Frauen, die körperlich züchtigen und von die körperliche Züchtigung letztendlich auch übergeht in sexuelle Missbrauchshandlungen und dass auch Rollen, Frauen dort eine doch deutlich wesentlicher, wichtiger Rolle spielen, als in der Vergangenheit angenommen. Also gerade in Institutionen, auch in der Familie wahrscheinlich auch, aber das ist auch noch ein Tabuthema. Ja, das schon, aber wenn ich mir angucke, ist ja alles nicht repräsentativ, die Zahlen, die wir haben, dann sind es eben doch fast 90% Männer. Ungefähr 6% Frauen und dann in Frauen auch als Mittäterin nochmal so 7%. Klar, das ist nochmal ein eigener. Aber ne, das ist ja auch nochmal ein Thema. Warum reagieren Mütter nicht, wenn sie es mitkriegen? Mhm. Auch wenn sie selber nicht Täterin sind, aber Mitwisserin und ihre Kinder nicht schützen. Es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, auch die Interaktion zum Partner, zum Vater zum Beispiel. Ja. Wie ist da die Dominanz, wie sind die Abhängigkeitsverhältnisse der Mütter auch? Also das ist eine relativ vielschichtige. Sie wollten, glaube ich, kurz noch was sagen. Ja. Thema Mütter. Ja. Die sind schon sehr oft. Ich glaube nur, das traut sich Kinder zu sagen, weil es ist ja schon schlimm, dass der Papa das macht oder der Opa oder der Onkel. Mhm. Aber dass die eigene Mutter das macht, das glaubt mir doch nie jemand. Mhm. Ich habe gerade einen Fall, da ist es so. Da ist es, und die macht es an der Enkeltochter weiter. Mhm. Ja, das wissen wir, ne? Das ist aber ich gehe eigentlich immer davon aus, nach dem, was ich gelesen habe, und das waren ja nur, was weiß ich, 3000 Briefe und wie viele sich bei uns gemeldet haben, spielen Frauen eine geringe Rolle. Und ich gehe mal davon aus, kann ich jetzt auch nicht belegen, weil es nicht repräsentativ ist, dass die Scheu, das zu schreiben, nach dem, was alles geschrieben wird, eigentlich gering ist, also das zu schreiben oder am Telefon zu sagen. Machen wir mal einen Schnitt. Kann es nicht belegen. Weiß nicht, aus der Heide, haben Sie andere? Nee, das geht in die gleiche Richtung. Es sind mehr Erfahrungen, es sind keine Belege im Sinne von repräsentativen Untersuchungen. Machen wir mal einen Schnitt. Vielleicht erinnern Sie sich an eine unserer ersten Sendungen, in der Manfred Karrenmann, der über Jahre in der Szene recherchiert hat, mit einem Pädosexuellen auf einen Spielplatz ging und sich von dem Mann, der selbst nicht zu sehen war, erklären ließ, welche Kinder er warum ansprechen würde. Und es zeigte sich immer wieder, dass Pädosexuelle häufig ein extrem gutes Gespür für soziale und emotionale Schwächen haben, kindliche Schwächen, die sie dann für ihre Zwecke ausnutzen können. Kinder, die isoliert sind beispielsweise, die alleine spielen, keinen guten Kontakt zu ihren Eltern haben. So erschütternd der Bericht damals auch war, in Institutionen haben Pädosexuelle meist nicht so viel Arbeit wie auf einem Spielplatz, auf dem sie ja ihre eigene Anwesenheit ohne Kind erstmal legitimieren müssen. Ich nehme an, das meinten Sie eben auch mit Scannen, weil man dafür einen Blick kriegt.
der gesamtgesellschaftlichen Legitimation half die sogenannte sexuelle Revolution, die uns vieles Gute beschert hat, klar. Aber leider eben auch half, die pädophilen Lobby zu stärken. Stichwort freie sexuelle Entfaltung auch für Kinder. Was das bedeutet, zeigt ein Blick in die Zeitschrift Konkret, das intellektuelle Zentralorgan der Linken. Sie sehen hier einen Titel vom 26. August 1971. Wie gesagt, Lobbybildung ist alles. Zitat jetzt aus dem Artikel. Über 1000 Männer müssen Jahr für Jahr ins Gefängnis, abgeurteilt nach dem Strafgesetz-Klischee. Böser Onkel verführt kleines Mädchen. Doch mehr als die Hälfte der Fälle läuft in Wirklichkeit andersrum. Kleines, scharfes Mädchen verführt dummen, scharfen Onkel. Daher heißt es, solange das Strafgesetz von 1870 gilt, Vorsicht minderjährig. Zitat Ende. Missbrauch als System hat eben sehr viel mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun. Missbrauch wird dauerhaft ermöglicht und gefördert durch das große Schweigen. Das gilt für die Familie, das gilt für die Erziehungseinrichtungen von Kirche und Gesellschaft. Denn nach der ersten Traumatisierung durch den Täter erfolgt eine zweite Traumatisierung durch die Erwachsenen, die dem Opfer nicht glauben können oder wollen. Es muss schon viel passieren, so wie das massenhafte Bekanntwerden von Missbrauchsfällen im vergangenen Jahr, damit eine öffentliche Diskussion in Gang kommt. Wenn es um Missbrauch geht, scheint dabei keine Rolle zu spielen, welche theoretischen Konzepte eine Pädagogik formuliert. Zur konservativen, postfaschistisch geprägten Pädagogik gehört die körperliche Züchtigung. Der junge Mensch soll Gehorsam und Unterordnung lernen. Der eigene Wille soll gebrochen, jede sexuelle Regung im Keim erstickt werden. Prügel an öffentlichen Schulen sind normal. Diese Erziehung zum Untertan gilt in der preußischen Kadettenanstalt wie im Dritten Reich und wird in der Bundesrepublik noch bis in die 60er Jahre beibehalten. Zum Ort der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs werden die Kinderheime. Ihre Opfer können sich nicht wehren. Durch ihre Einweisung als asozial abgestempelt haben sie keine Lobby. Doch wie passen Gewalt und sexueller Missbrauch mit christlicher Lehre zusammen? In den katholischen Institutionen ist die Sexualität tabuisiert, jede sexuelle Regung verboten und mit Strafen belegt. Wer straft, hat Macht. Eine Macht, die nur allzu leicht pädosexuelle Gewalt zum Ausbruch bringen kann. Auch hier werden die Opfer zu Schuldigen erklärt, die Täter stillschweigend an andere Stellen versetzt, oft wieder in Tätigkeiten, die sie mit Kindern in Berührung bringen. Den kirchlichen Missbrauch hätte man schnell als Folge des Zölibats abhaken können. Aber die gleichen Ereignisse an einem reformpädagogischen Internat wie der Odenwaldschule werfen ganz neue Fragen auf. Mit den gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung entsteht eine neue antiautoritäre Pädagogik. Statt Schläge und Unterordnung propagiert sie Liebe und Nähe. Sie fordert Selbstbestimmung und freie Entfaltung der Persönlichkeit, zu der natürlich auch eine freie Sexualität gehört. Ja, die Befreiung der Triebe wird zum Hebel schlechthin stilisiert, mit dem sich bessere Gesellschaft verwirklichen lasse. Im Überschwang der Liberalisierung fallen Tabus, darunter die Schranken zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität. Dieser Kontext erklärt etwas von dem Zeitgeist, in dem Gerold Becker, ein bundesweit verehrter Pädagoge, als Leiter der Odenwaldschule zum Massentäter werden konnte. Wie er und einige Kollegen im Gewand der Reformpädagogik ungehindert über 3 Jahrzehnte ein System sexueller Ausbeutung errichten konnten. Also es gibt ja ganz verschiedene Strömungen in der Reformpädagogik, aber eine Grundidee ist allen dieser Strömungen gleich, nämlich die Nähe zum Kind, dass man also dem Kind nahe kommt, auf Augenhöhe ihm begegnet. Und das ist einerseits richtig und andererseits einfach auch richtig gefährlich, wenn man nicht Lehrer hat, die sich ihres Ethos bewusst sind an dieser Stelle und wenn man keine Kontrollen hat. Und diese Kontrollen sind alle weggefallen. Auch die Öffentlichkeit versagt. Als 1999 in der Frankfurter Rundschau zum ersten Mal über den Missbrauch in der Odenwaldschule berichtet wird, gibt es keinerlei Reaktionen darauf. Wie ist das zu erklären? Offenbar verbindet Linke und Rechte die Bereitschaft, ihre ideologisch besetzten Institutionen, hier die Reformschule, dort die Kirche, gegen ihre Opfer zu schützen. Daniel Cohn-Bendit distanziert sich heute von seinen Schilderungen pädosexueller Erfahrungen in seiner Zeit als Erzieher in den 70er Jahren.
Schlechte Literatur sei es gewesen, reine Provokation. Die Meinungsführer in Politik und Kultur verharmlosen. Und der Schriftsteller Adolf Muschk ruft dazu auf, Beckers Fehltritte gegen Verdienste abzuwägen. Das ist eine Verhöhnung der Opfer. Eine lange Tradition hat das Verschweigen und Verharmlosen in der katholischen Kirche. Bischof Mixa schiebt die Schuld am Missbrauch auf die sexuelle Revolution der 68er. Als ob es in den Klöstern und den Jahrzehnten davor keinen Missbrauch gegeben hätte. Ein runder Tisch soll es nun richten. Zentrale Punkte sind die Frage nach Therapien und Entschädigungen. Deren Höhe könnte von einer Clearingstelle ermittelt werden, der auch Opfervertreter angehören. Aber wie will man in Zukunft Erziehungseinrichtungen kontrollieren, Missbrauch verhindern, Kinder effektiv schützen? Wodurch Eltern das Schlagen ihres Nachwuchses erst im Jahre 2000 verboten wurde. Kinder haben in Deutschland traditionell keine Lobby. Für mich war es, wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, wirklich eine Erkenntnis durch diesen Film auch, dass körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt vorbereiten kann. Können Sie vielleicht zu dem Mechanismus noch mal was sagen? Ja, Sexualität kann, wie wir das nennen, instrumentalisiert werden. Und körperliche Gewalt kann insofern eine Vorbereitung sein, indem man Kontrolle ausübt, die Kinder degradiert werden. Und dann kann ich natürlich noch einen Schritt weitergehen und mache das über einen ganz intimen Weg, indem ich auch noch in die intime Erlebniswelt des Kindes eindringe und dann auch noch sexuelle Handlungen ausüben, die ja keine sexuellen Handlungen in dem Sinne sind, wie wir sie verstehen, sondern Ausdruck von Macht und Kontrolle und Degradierung ist. Mhm. Ich finde das relativ erstaunlich, wenn man sich diesen Film jetzt anguckt und auch also Daniel Cohn-Bendit, da könnten wir jetzt länger drüber reden und andere Beispiele, wie stark offensichtlich der Zeitgeist, nicht nur jetzt in dem Fall die Sexualwissenschaften, sondern auch die Ansichten darüber, wie man die Grenzen zur Sexualität in Bezug auf Kinder definieren kann, offensichtlich wie Kaugummi sich verändern. Wo sind denn diese Grenzen heute? Gut, die Grenzen sind sicherlich fließender noch. Wir haben ja und machen das auch in eigenen Untersuchungen, ja, die jetzt auch angestoßen sind, unter anderem durch einen runden Tisch, auch im Bereich des Internets. Sozusagen, dass da natürlich auch noch Fantasiebildungen eine Rolle spielen, die vor Jahren noch unvorstellbar gewesen wären. Dieser freie Zugang zu unterschiedlichen Formen der Sexualität ist ja überbordend. Und wenn man bedenkt, wie Kinder heute in der Pubertät und nach der Pubertät mit Sexualität groß werden, häufig nämlich über die Medien, mit rüder Gewalt im Sinne von Sexualität, und nicht romantische Liebe und Zärtlichkeit, dann muss das auch was mit diesen Kindern machen und muss die auch verändern. Das ist auch noch zu wenig untersucht. Also da gibt es wirklich fließende Grenzen und verschwimmende Grenzen, wo Grenzverletzungen, auch sexuelle Grenzverletzungen, offensichtlich zum sexuellen Erleben in der Pubertät leider Gottes heute dazugehören. Das ist ganz schwierig, das Thema eigentlich nochmal, das Internet. Ne? Also das beginnt ja auch gerade bei diesen Pädophilen, die den Kick kriegen, schon bei bestimmten Posieren. Also ich habe mir die Bilder angeguckt bei Ihrem Kollegen, Professor Bayer, die kriegt man aus dem Kopf nicht raus. Mhm. Die am Anfang eigentlich fallen einem gar nicht auf, aber das Posieren, was die Pädophilen dann schon mal erregt und das steigert sich dann immer mehr und die holen sich wirklich ihre Opfer aus dem Internet. Das ist ganz fürchterlich. Und die Bilder bleiben ja. Also mir hat jetzt vor kurzem erst eine über 50-jährige Frau gesagt, dass ihre Bilder reingestellt wurden, ihre Fotografien waren das damals noch, und sie sich in bestimmte Kontexte gar nicht traut, weil sie also immer befürchtet, obwohl das Kinderbilder eigentlich sind, dass irgendjemand sie erkennt. Also diese Form der Schädigung kommt eigentlich dann nochmal dazu, der Folgeschäden, der Angst, erkannt zu werden und in den Kontext gestellt zu werden. Das ist ziemlich fürchterlich. Wo fangen für Sie Grenzen oder die Grenze an, wo es sich um Missbrauch handelt? Wie würden Sie die definieren? Es fängt schon bei psychischem Missbrauch an. Also mein Großvater, der war ja eine extreme Autoritätsperson. Der war sehr, sehr streng. Also wir durften nicht rennen auf dem Grundstück. Uns durfte kein Essen vom Teller fallen. Dann wurde gleich gebrüllt. Und dann haben wir aber stramm gesessen. Und der hatte so einen Blick, wir haben immer Psychoblick gesagt. Und wenn der uns angeguckt hat, dann ging unser Blick gleich so. Mhm. Also wir haben dann gar nicht mehr, dann waren wir ganz leise und still und haben nichts mehr gemacht. Und ja, das war dann so für ihn wahrscheinlich schon, oh, funktioniert. Mhm. Die machen, wie ich möchte. Aber das, ist natürlich so eine Dimension noch, also obwohl die das ja vorbereitet hat, wo man schwer intervenieren kann. Also kann man sagen, es ist eine Erziehungsmethode, die ich nicht teile oder so. Mhm. Aber man könnte ja nicht jetzt jemanden vor Gericht zerren, der so agiert. Das ist ja so eine riesen Grauzone. Mhm.
Können Sie da weiterhelfen? Und das ist ja das Perfide, dass diese Grenzen fließend sind und auch teilweise von bestimmten Tätern auch bewusst so angelegt werden. Ne? Mit Versprechungen und anderen Dingen, die ja auch den Straftatbestand einer Missbrauchshandlung gar nicht erfüllen. Ja, aber es wenn vorbereiten. Ich über eine längere Zeit das Kind abhängig mache von emotionaler Zuwendung. Auch bestimmte Männer, auch Männer, die pädophil orientiert sind, sind ja durchaus auch in die Lage, sich in die Erlebniswelt des Kindes reinzudenken. Und das sehen wir auch bei Untersuchungen im Internet. Wenn ältere Männer Kinder im Internet kontaktieren, sind sehr wohl auch in der Lage, Defizite bei den Kindern aufzuspüren. Mhm. Also Fragen zu stellen, die dann Antworten beinhalten. Ja, meine Eltern sind getrennt, ich habe die und die Schwierigkeiten, der Vater hat keinen Job mehr, die Mutter hat irgendwelche Alkoholprobleme. Also sie gucken ganz genau, wo ist das Kind Ansprechpartner und wickeln das Kind ein. Und das erfüllt noch keinen Straftatbestand, also in dem Kontext. Wir reden ja jetzt über dieses gesellschaftliche Klima. Wir haben anfangs der Sendung gesagt, das hat sich geändert, insofern, als wir jetzt ganz anders darüber reden können, als noch vor 2 Jahren. Mhm. Ich muss da noch mal drauf zurückkommen, zu diesem gesellschaftlichen Klima gehört es ja, dass die Familie an sich eigentlich heil, ja sowieso heil ist, da passiert ja sowas nicht. Aber ganz besonders nochmal die Mütter. Ist das nicht vielleicht doch noch ein wenig erforschtes Tabu innerhalb dieses Tabuisieren? Wir haben es eben schon mal angesprochen. Also es ist sicherlich ein Tabuthema noch, weil was nicht sein kann, das nicht sein darf. Aber wir sehen immer mehr, dass Mütter auch koagieren teilweise, dass die Strukturen von Frauen, die als Täterinnen auftreten, sehr diffizil sind. Das kann auch über verbale Erniedrigung erfolgen. Trotzdem glaube ich, dass wenn man das in der Gesamtheit sieht, das zeigen auch die Zahlen, die jetzt teilweise erhoben wurden, dass es sicherlich häufiger ist als angenommen, aber lange nicht so häufig wie bei Männern. Also wir haben, das ist sicherlich eine Domäne der Männer in dem Bereich Missbrauchshandlungen auszuüben und nicht von Frauen. Das mag auch was mit Bindung zu Kindern zu tun haben oder anderen Dingen. Das ist sicherlich auch zu wenig untersucht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das deutlich geringer dort ist. Aber es macht es noch schwerer für die Betroffenen, das anzuklagen. Oder? Ja, richtig. Weil dann noch weniger geglaubt wird. Geglaubt, ne? Ja, das ist genau das Thema, wo wird mir eigentlich geglaubt, was hier passiert ist. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass das Thema auch öffentlich diskutiert wird. Ne? Wir reden ja gleich nochmal darüber, was man vielleicht präventiv machen kann. Zunächst nochmal zu den körperlichen und geistigen Folgen, die das haben kann. Um es mal pointiert zu formulieren, eine belastete Kindheit oder Jugend kann nicht nur das Wohl, die Psyche eines Menschen ein Leben lang belasten, sondern auch seine körperliche Gesundheit. Warum das so ist, haben Wissenschaftler im Grunde erst wirklich in den letzten Jahren verstehen können. Und viele Details sind noch nicht erforscht. Aber es steht fest, nicht nur Stress und Angst, sondern auch Erfahrungen von sexueller Gewalt können unsere Psyche, aber eben auch unsere Gene ändern. 2009 wurde beispielsweise in den Proceedings of the National Academy of Science eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Kinder und Jugendliche, die in ihrer Kindheit misshandelt wurden, ein beeinträchtigtes Immunsystem hatten. Aber es gibt noch mehr solcher Erkenntnisse. Bereits Sigmund Freud erkannte, dass psychische Erkrankungen seiner Patientinnen auf sexuellen Missbrauch in der Kindheit zurückzuführen waren. Später zweifelte er seine eigene Theorie an und suchte den Ursprung der meisten Patientenberichte eher in kindlichen Fantasien. Sexualwissenschaftler wie Klaus Bayer von der Berliner Charité wissen, wie schwierig auch heute noch eine gesicherte Diagnose ist. Das Thema bleibt tabuisiert. Forschung ist kaum vorhanden. Das Spektrum der psychischen Folgen zu groß. Also es gibt kein spezifisches Symptom, das anzeigen würde, dass ein Mensch früher Opfer eines sexuellen Missbrauchs gewesen ist. Das ist ja unser Problem, dass wir diese Nachweisschwierigkeiten haben. Und das betrifft die Frühfolgen übrigens genauso wie die Spätfolgen. Oft verdrängen die Betroffenen das Missbrauchserlebnis. Auf der anderen Seite fehlt den Therapeuten häufig die nötige Erfahrung, psychische Spätfolgen auf Missbrauchserlebnisse zurückzuführen. Amerikanischen Wissenschaftlern gelang der Nachweis, dass traumatische frühkindliche Erfahrungen Spuren im Erbgut hinterlassen. Sie fanden bei der Obduktion von Suizidopfern, die als Kinder traumatisiert worden waren, Veränderungen eines Gens, das vor Stress und Depression schützen soll. Die natürliche neuronale Stressbremse war stark beeinträchtigt. Bei Suizidopfern ohne Trauma fehlten diese Veränderungen. Weiterhin wurde festgestellt, dass bei Missbrauchsopfern das Bindungshormon Oxytocin nur in geringerem Maße gebildet wird.
das ist ein in uns angelegtes biologisches Programm. Wir sind angewiesen auf die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse nach Vertrauen, Sicherheit, Schutz, Geborgenheit. Und wenn wir das erhalten, nämlich von unseren nächsten Familienmitgliedern in der Kindheit, dann etablieren sich auch diese neurobiologischen Systeme adäquat. Wenn wir es nicht erhalten, dann müssen wir damit rechnen, dass hier Defizite, auch neurobiologische Defizite auftreten und diese dann die weitere Entwicklung behindern. Bei den Opfern treten häufig Angststörungen auf, geringes Selbstwertgefühl und Bindungsproblematiken. Neben Rückzugsverhalten kann es, besonders bei Jungen, zu übermäßiger Aggressivität kommen. Sexueller Missbrauch ist ein Totalangriff auf die Identität eines Menschen. So können sexuelle Traumata aus der Kindheit zu späteren Einschränkungen in allen Lebensbereichen führen. Untersuchungen zeigten, dass 3 von 4 Frauen, die in einer Psychiatrie behandelt werden, Opfer von sexueller Gewalt waren. Wir wissen aus der empirischen Forschung, je näher der Täter dem Opfer steht, je langanhaltender der Missbrauch stattfindet, je mehr Gewaltanwendung auftritt und je weniger Mitteilungsmöglichkeiten die Betroffenen haben, umso stärker werden die Langzeitfolgen sein und sich auswirken auf die weitere Entwicklung. Und zwar dadurch, dass eben eine massive Erschütterung stattfand in das Vertrauen, in das Gelingen von Beziehungen. Häufig fallen Betroffene später durch Bindungsunfähigkeit und ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität auf. Auch hier gibt es bei den Langzeitfolgen ein breites Spektrum, von grundsätzlicher Ablehnung der Sexualität bis zur zwanghaften Promiskuität. Männer, die in ihrer Kindheit Opfer sexuellen Missbrauchs wurden, neigen häufig zu Gewalt oder werden selbst Täter, als Ergebnis einer gestörten Geschlechterrollenidentität. Die Sexualmediziner kennen aus der klinischen Praxis Täter-Opferketten, die sich in Familien über mehrere Generationen fortsetzten. Aber auch Missbrauchsopfer, die durch spätere stabile Beziehungen ihr Trauma überwinden können. Die Experten wissen, dass die Schwere des Traumas von vielen Faktoren abhängig ist. Es ist meist ein Gemisch aus mehreren negativen Entwicklungsbedingungen, die zusammenkommen. Es ist nicht nur der Missbrauch alleine, sondern es kommen weitere negative Entwicklungsfaktoren hinzu. Das größte Problem bleibt der objektive Nachweis eines sexuellen Missbrauchs, besonders im Fall von verhaltensauffälligen Kindern. Weil wir gar nicht genügend Daten haben über das Sexualwissen und das Sexualverhalten im Kindesalter allgemein. Das heißt, hier sind Forschungslücken zu beklagen, die uns daran hindern, solche klaren Zuordnungen vornehmen zu können. Ein aktuelles Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll zumindest einen Teil der immer noch großen Forschungslücken über die Folgen sexuellen Missbrauchs schließen. Dabei geht es auch um die Fragen über die neurobiologischen Auswirkungen solcher traumatischen Kindheitserfahrungen. Immerhin geht es bei uns jetzt mit der Forschung auch voran. Das hat ja lang genug gedauert. Wir haben eben im Film erfahren, wie schwer es ist, bestimmte Störungen, also Bindungsstörungen zum Beispiel oder Suizidalität, tatsächlich mit Missbrauch in Verbindung zu bringen. Was kann man denn für Warnsignale ausmachen, also in Richtung Prävention? Warnsignale, die einem sagen können, jetzt wird es Zeit einzugreifen oder was zu tun? Gut, das Spezifische gibt es wenig. Es gibt allgemeine Warnsignale, die was mit Verhaltensänderungen, plötzlichen Verhaltensänderungen zu tun haben. Anklammerungsverhalten von Kindern, die plötzlich schüchtern werden, sich zurückziehen, scheu sind, Ängste entwickeln, die vorher nicht da waren. Also eigentlich alles, was von der bisherigen normalen, als normal angesehenen Entwicklung abweicht. Aber es ist relativ unspezifisch. Das können ja auch Hinweise auf andere Probleme und Störungen sein oder Konflikte in der Schule oder im Kindergarten oder was. Das ist relativ unspezifisch. Ja, ich hatte damals eine ganz tolle Kindergärtnerin. Ich muss das mal ganz kurz erzählen. Die war wirklich ganz, ich fand die ganz toll. Und die muss was geahnt haben damals. Die hat mir dann nämlich erzählt, und ich wusste genau, die will mir jetzt einen Bären aufbinden. Die hat mir nämlich erzählt, wir hatten damals Zwillinge bei uns in der Gruppe. Die hatten Geburtstag. Ob ich der nicht helfen möchte, bei ihr zu Hause Geburtstagsgeschenke zu basteln für die Zwillinge. Da habe ich mich schon gewundert und denke so, hey, das gab's da noch nie. Warum ausgerechnet ich so? Und dann war ich eben dort und dann saßen wir an ihrem Tisch. Und sie hat keine direkten Fragen gestellt. Aber ich wusste genau, die will jetzt irgendwas aus mir rauslocken.
Und dann habe ich die mal angeguckt und dann habe ich gedacht, ich sag dir sowieso nichts. Aber wobei, ich habe echt überlegt, erzähle ich ihr was oder erzähle ich? Und dann habe ich, im nächsten Moment war gleich, okay, aber was passiert denn dann? Klar, das ist wieder diese Familienvertrauensfrage. So, ne? Dann ist nichts mehr da, wie es vorher war. Und dann habe ich mich entschieden, nichts zu sagen. Was würden Sie haben, wir haben dieses Thema Scannen, haben wir ja eben drüber gesprochen. Also mir selber ging es so, im Urlaub zum Beispiel, dass ich mit einem Mal nach der ersten Sendung war, das festgestellt habe, Moment mal, da sind so und so viele Kinder im Kinderbecken, da sind aber 3 Männer zu viel, denen ich auch kein Kind wirklich zuordnen kann. Was Sehr machen gut. die eigentlich da? Sehr gut. Ja. Ansprechen und fragen. ich würde fragen, ich kenne da nichts. Naja, nee, aber mal schon gucken. Also... Ich meine, das sind jetzt so wirklich solche Alltagsaspekte, die aber, glaube ich, es reicht ja schon, wenn man sich den zeigt. Wenn man einfach zeigt, Freunde, ich habe euch im Blick. Ich gucke. Und dann gucken, was sie machen. Wenn sie dann betroffen aufstehen und weggehen, dann... Glauben Sie, dass auf der Ebene, das haben wir ja kaum angesprochen, bislang hängt auch mit dem gesellschaftlichen Klima zusammen, der juristische Aspekt sozusagen... sensibler reagiert, also dass auch Staatsanwälte sensibler reagieren heute? Ja, ich hoffe das immer optimistisch, wie ich bin, aber das, was ich höre und lese, bestätigt das nicht immer. Ich glaube, wir brauchen unheimlich viel Wissen in der Gesellschaft. Genau, also erstmal das Wissen darüber, dass es eben nicht der Schmuddeltäter ist, der Finsterling irgendwo aus dem Gebüsch, sondern dass es alles renommierte Personen sind, angesehene Personen und dass es überall passieren kann. Jede Einrichtung, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss eigentlich ein Konzept haben. Wie gehe ich um, wenn ein Kind kommt, Signale aussendet? Wo ist die nächste Beratungsstelle? Mit wem kann ich mir Hilfe holen? Ne, wenn ich viele Sportvereine nicht kann, ne? Zum Beispiel weigern sich, ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter im Grunde genommen. Mit dem bin ich auch im Clinch zu diesem Thema. Und die Einzelbausteine, also gucken und ich, so reagiere ich dann immer, dass ich immer allen erzähle, bei meinen Enkeln drumherum, wenn die Kinder verreisen im Sportverein oder mit der Schule. Habt ihr mal nachgefragt, ob die Betreuer, die Ehrenamtlichen, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt haben? Die fahren mit euch 1-2 Wochen weg. Das ist auch ein Signal. Das ist ein Signal an Pädophile, Pädosexuelle. Hier wird aufgepasst. Denn die geben das durchaus weiter. Wo wird genau hingeguckt und wo wird nicht genau hingeguckt? Und ich frage dann auch immer, habt ihr mal gefragt, ob die Betreuer auch wissen, dass es eben Missbrauch gibt unter Jugendlichen, Kinder und Jugendliche? Und alles das sind natürlich wichtige Maßnahmen, die durchaus signalisieren, wir passen auf. Und auf der anderen Seite müssen alle Bereiche eben, es ist so viel an Ausbildung und Fortbildung zu tun, um mit dem Thema klarzukommen, aber das ist dringend nötig. Dann es gibt 25% der Schulen, haben wir es rausgekriegt, da können die befragten Schulleiter nicht angeben, was an Präventionsmaßnahmen in ihrem Bereich passiert. Das geht nicht. Ne? Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielleicht noch ein Hinweis zum Schluss. Gewalt nicht dulden, weil das immer, wie wir ja auch eben gesagt haben, Vorbereitung ist. Also vielen Dank nochmal. Das war unsere Sendung zum Thema Missbrauch. Auf 2 neue Bücher möchte ich Sie noch aufmerksam machen. Jürgen Demers, selbst betroffen, hat das Buch geschrieben Wie laut soll ich denn noch schreien? Die Odenwaldschule und der sexuelle Missbrauch, erschienen bei Rowohlt. Und das zweite Buch hier, Bruder, was hast du getan? Kloster Ettal, die Täter, die Opfer, das System. Ein Buch der beiden SZ-Journalisten Bastian Obermeier und Rainer Stadel, das kommende Woche bei Kiepenheuer und Witsch erscheint. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Es war nicht unsere erste, wird leider auch vermutlich nicht unsere letzte Sendung zu diesem Thema sein, das immer wieder hochkocht. Das Gute daran ist immerhin, dass das Bewusstsein für sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit geschärft wurde. Aber all das bleibt wirkungslos, solange Sie nicht selber die Augen aufhalten und im Zweifelsfall etwas mutiger sind, als Sie es bislang gewesen sind. Helfen Sie, sexuelle Gewalt zu stoppen. Bis kommende Woche. Leben Sie wohl.